Seit Wochen gärt Corona um und hat ins Schwares Ungetun. Krankheit und dort hat's ins gebracht, hat ins in Krise gestürzt mit Macht. Mancher waren's tut's netter leiden, das frag ich jetzt daheim zu bleiben. Mir tut's daheim nicht so verdriessen, ich denk an die außen müssen, die sich in Arbeit müssen hetzen und selber sich in Voraus setzen. In die dankt man heint nicht genug, ich mit den Versler das jetzt tue. Ich sag vergelt's Gott und zähl auch und mahn dabei allem Mann und Frau. Ärzte und Pfleger, die da sein, in Krankenhaus und Altersheim, die Hausärzte haben viel zu tun, wenn sie ins Alm zur Seite stehen. Fordert sein auch sakrisch viel die Leid vom Pflegedienst mobil. Und auch vom Rettungsdienst die Leid hoben zum Rosten fast keine Zeit. A Glück, dass es so fleißig seid vom Weißen und vom Roten Kreuz. Die Leid in Geschäft und Apothek, nicht zu vergessen ist der Beck. Sein wir ins Do, das ist zu loben. Das Essen mir und Bilden hoben. Damit das Ganze kann gelingen, muss irgendjemand Zeug auch bringen. Recht viele vor, die in das machen, sie führen Leid und auch die Sachen. Die Landwirtschaft sei auch unfair, das gute Essen produziert. Die Bankleit sei fürs Bore do. Und auch die Post kommt allem noch. Die Müllentsorger es nicht versäumen, unseren Abfall wegzuräumen. Dank AND, was geben Acht, dass Strom wir kriegen, Tag und Nacht. Weil ohne Strom sein war es halt, gar zappenduster und auch kalt. Und auch die Medien, die uns gut richten, sie dienen vom Viruswerdegang berichten. Und ins viel Ungewissheit nehmen, wenn gescheide Leid zum Reden kämen. Die Ordnungshirter seien zu nennen, die schauen, dass wir ins Benehmen, wie es in Dekret und Gesetzer steht, weil's böse Virus umgeht. Ein besonderer Dank gilt in die Leid, die in der Schreck-Corona-Zeit freiwillig die zur Seite stehen, das nötig haben. Das ist schön. Die Fürsorge ist ein großes Geschenk. Drum wünsche ich fest, vergelt's Gott eng.